Am 2. Oktober, einen Tag nach dem Abriss, beanstandet der Regierungspräsident in Gießen die Aufhebung der Bebauungspläne durch die Stadt Marburg wegen Verfahrensfehlern sowie inhaltlicher Mängel. Ohne ein rechtmäßiges Bauleitplanverfahren wird es kein Hotel am Wiegeneck geben. Dem Ziel der Stadt Marburg und ihres Investors, ihr Hotel direkt an den durchs Wiegeneck fließenden Mühlgraben zu bauen, stehen darüber hinaus die Vorschriften des Hessischen Wassergesetzes entgegen. Demnach ist ein Hotelbau innerhalb des 5-Meter-Bereiches des Mühlgrabens unzulässig. Im Oktober 1991 bestätigt der hessische Umweltminister Joschka Fischer die Gültigkeit der wasserrechtlichen Vorschriften über den 5-Meter-Bereich und äußert sich zur Situation in Marburg. Ja, die Grünen waren da ja in einer nicht sehr einfachen Situation, weil der Oberbürgermeister dort ja im landgräflichen Stile die Entscheidung exekutiert hat. Wir haben versucht, die Möglichkeiten, die wir hatten, auch über unseren Koalitionspartner hier, darauf einzuwirken, dass es zu einer vernünftigen Lösung kommt, dass es zu keiner Zuspitzung kommt. Das ging aber letztendlich negativ aus. Wenn man da behutsamer vorgegangen wäre und mehr auf Überzeugung gesetzt hätte und nicht so sehr auf Konfrontation seitens des großen Manitus, dann hätte es zu keinem Koalitionsbruch kommen müssen. Also Räumungen, Strafanzeigen und ähnliches mehr, ohne Absprachen, ohne Rücksicht auf Koalitionspartner, das führte natürlich in eine Zerrüttung. Die Koalition ist letztendlich auch an einer solchen, Stil ist vielleicht der falsche Begriff, es ist mehr als Stil. Die Koalition damals, die erste Hessen-Koalition, ist auch an der mangelnden Vertragsfähigkeit der anderen Seite kaputt gegangen. Ich hoffe auch, dass ein Generationenwechsel in der Marburger SPD ein Umdenken mit sich bringt. Das ist ein typischer sozialer Konflikt, wo es auf der einen Seite wirtschaftliche Entwicklungsinteressen gibt und auf der anderen Seite Interessen auch, ich sage jetzt nicht nur nach preiswerten Wohnraum, sondern auch nach einem gewissen Freiraum, der oft in Sanierungsgebieten oder in der Sanierung bedürftigen Gebäuden überhaupt nur entsteht. Also auch nicht der organisierte Freiraum, wie ihn unsere Gesellschaft durchaus manchmal vorstellt, sondern mehr ein Stück Wildwuchs, nennen wir es doch mal ganz offen. Und das kann auch sehr kreativ sein. Und ich finde, sowas kann man nicht mit der Polizei lösen. Also das ist ja der Hauptwiderspruch dann auch zwischen den Grünen vor Ort und der Oberbürgermeister, und ich kann es aus meiner Sicht nur nachdrücklich betonen, sowas kann man nicht mit Polizei lösen. Und die Alternativen sind klar, wenn die Grünen wesentlich geschwächt werden, dann ist das ein Signal für große Koalitionen. Und das kann allen Ernstes niemand wollen. Und die Konsequenz aus dem Wiegeneck kann nur sein, die Grünen-Anteile stärker zu machen und einen Generationenwechsel in der Marburger SPD herbeizuführen. Das wäre für mich die Konsequenz aus dieser Wiegeneck-Affäre, wenn man das mal kühl durchrechnet und ein Interesse daran hat, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Am 4. November 1991 besetzen Hotelgegner und Gegnerinnen das alte Eichamt am Wiegeneck und fordern die städtischen Vertreter zu Verhandlungen über die Nutzung des Hauses auf. Die Wohnungsnot in der Universitätsstadt war zu Beginn des Wintersemesters weiter eskaliert. Pressesprecher Detmering erscheint, der zuvor die Geisteshaltung der Hotelgegner und Gegnerinnen mit der von neofaschistischen Attentätern verglichen hatte. Ah, Herr Detmering, guten Morgen! Guten Morgen, Detmering! Wir sind heute in dieses Haus reingegangen, um einer Besetzung der Polizei zuvorzukommen. Wir fordern einen Vertreter der Stadt auf, hierher zu kommen und mit uns in Verhandlungen zu treten. Wir fordern sofortige Bereitstellung von Notquartieren hier in sämtlichen Räumen des Wiegenecks. Wir fordern Nutzungsverträge für die Besetzer und Besetzerinnen dieses und anderer Häuser. Wir fordern Sanierung des Wiegenecks nach dem Sanierungsmodell der Wiegeneck-Initiative,
kein Abriss, kein Hotel in Biegenheck. Am 7. November bestätigt der Petitionsausschuss des Hessischen Landtages seine schon im Oktober ausgesprochene Empfehlung und fordert Verhandlungen mit den Besetzern und Besetzerinnen des Alten Eichamtes. Er tat dies, obwohl der Marburger Baudezernent eine Petition der Biegeneck-Initiative mit der Lüge zu entkräften suchte, dass sich im Alten Eichamt kein schützenswerter Wohnraum befinde und eine Zwischennutzung daher nicht in Frage komme. Noch während der Petitionsausschuss tagt, widerlegt die Publikation Biegeneck – Fakten, Erkenntnisse, Perspektiven der Biegeneck-Initiative diese Lüge. Die grüne Landtagsabgeordnete Hagemann hatte sie als Bestandteil der zweiten Petition der Biegeneck-Initiative präsentiert. Darin waren alle Gutachten und Ergebnisse eines Architekten- und Denkmalsymposiums vom Juni 91 sowie juristische Hintergründe der Biegeneck-Affäre publiziert worden. Unter Verweis auf die Empfehlung des Petitionsausschusses des Hessischen Landtages verweigert die Polizei am 18. November 91 die städtische Anordnung, das Alte Eichamt zu räumen. Unsere Forderungen sind, dass auf das Sanierungsmodell eingegangen wird, dass wir vor einem Jahr, ungefähr einem Jahr ausgearbeitet haben und auch vorgestellt haben, dass sich damit auseinandergesetzt wird, dass dieses Hotel eben nicht hierhin kommt, dass die Häuser, die da sind und Wohnraum bieten, genutzt werden, dass der Situation entsprechend hier in Marburg hier auch erstmal Notquartiere eingerichtet werden können, da unglaublich viele Studenten auf der Straße stehen. Wir wollen dieses Haus hier erstmal als ein offenes Haus begreifen. Wir laden jeden und jede hier in Marburg ein, dazu hier in das Haus reinzukommen. Wir sind allerdings nicht bereit, dieses Haus wieder freiwillig zu verlassen. Wenn die Situation so sein sollte, dass dieses Haus geräumt wird, werden wir drin bleiben und von uns wird keine Eskalation in dieser Situation ausgehen. Das würde heißen, ihr lasst euch räumen. Wir lassen uns hier aus dem Haus räumen, sind aber nicht bereit, freiwillig hier rauszugehen. Im Moment befinden sich ca. 100 Leute hier im Haus. Das ist auch der Grund, mit der Grund, warum wir das Haus so offen wie möglich machen wollen. Wir wollen auch zeigen, wir sind nicht die militanten Chaoten und Chaotinnen, wie wir immer diffamiert werden, sondern wir haben wirklich konkrete politische Forderungen. Und die stehen auch auf festem Grund und Boden. Das ist keine Chaosaktion, sondern das, denke ich, sehen auch die Marburger Bürgerinnen auch so. Das ist unsere einzige Möglichkeit, noch irgendetwas gegen diesen Abriss zu tun. Es gibt also in den letzten Monaten in Bezug auf die Politik der Stadt mehrere Beispiele für ganz klare Rechtsbrüche. Die Gebäude hier im Biegeneck, mehrere Gebäude, stehen in unmittelbarer Nähe eines Seitenarms der Lahn, des Mühlgrabens, und laut Wasserschutzrecht ist es nicht rechtens, ohne Genehmigung Gebäude abzureißen oder neue Gebäude hinzustellen in unmittelbarer Nähe dieses Gewässers. Das ist geschehen im Mai mit der Stockschen Halle. Diese Halle ist abgerissen worden unter Umgehung dieses Rechts, also es gab keine Genehmigung dafür, und es soll wieder geschehen mit diesem Haus, in dem wir jetzt sitzen, nämlich mit dem Alten Eichamt. Es wird abgerissen und da kümmert sich niemand darum, um diese Gesetzeslage, sondern es wird von irgendwelchen Plänen gesprochen, diesen Mühlgraben dann irgendwann mal zu kanalisieren und also das dann auch noch auf so einem Weg dann vielleicht zu umgehen. Aber unterm Strich bleibt ganz klar Rechtsbruch und das nimmt die Stadt in Kauf. So, von Seiten der Stadt da werden die Bewohnerinnen des Biegenecks und die Freundinnen des Biegenecks auch jederzeit als Chaoten, als rot lackierte Faschisten und so weiter bezeichnet. Also das ist auch durchaus im Sinne der Stadt und vor allem halt auch im Sinne Drechslers, dass eine unheimliche Kluft, eine künstliche Kluft geschaffen wird zwischen uns jetzt und der Marburger Bevölkerung. Damit die Marburger Bevölkerung sich nicht
mit uns identifizieren kann, so leicht. Und ich meine, der Bank natürlich auch um seine Wählerstimmen. Als Vermittler zwischen den Besetzern und Besetzerinnen und den städtischen Vertretern engagiert sich der Marburger Rechtsanwalt Peter Becker. Ich möchte hier in einer Situation, in der man absehen kann, dass zwei Züge mit großer Geschwindigkeit aufeinander zufahren, dass es nämlich zu einer Zwangsräumung des besetzten Hauses am Wiegeneck kommt unter Einsatz von 200 Schaften Polizei. In einer solchen Situation möchte ich mich als Schlichter anbieten, Gespräche herbeiführen zwischen der Initiative, die hier das Haus am Wiegeneck besetzt hat, und der Stadtverwaltung, um auf diese Art und Weise der Empfehlung des Petitionsausschusses möglicherweise zu mehr Nachdruck zu verhelfen. Ich möchte der Stadtverwaltung vorschlagen, und ich habe insoweit auch Gespräche mit den Besetzern geführt, dass die Besetzer bereit sind, das Eichamt zu räumen, wenn die Stadt ihrerseits bereit ist, einer Zwischennutzung bis zur Herbeiführung der rechtlichen Zulässigkeit des Hotelbaus und des konkreten Baubeginns zuzustimmen, wobei die Zwischennutzung sich auf alle betroffenen Gebäude beziehen sollte. Es ist so, der Petitionsausschuss des Hessischen Landtages kann natürlich keine verbindlichen Entscheidungen treffen. Er hat aber doch insofern eine hohe politische Legitimität, als er eben auf das Petitum eines Bürgers eine Empfehlung politischer Repräsentanten abgibt. Und wenn man mit dem Prinzip ernst macht, dass in einer Demokratie, in einer Landesdemokratie der Landtag das höchste politische Organ ist, dann ist das natürlich von großer Verbindlichkeit, dass hier nicht etwa ein mehrstimmiger Beschluss gefasst worden ist, sondern dass alle Fraktionen des Hessischen Landtags sich hinter diese Empfehlung gestellt haben. Es würde die Stadt nach meiner Ansicht ins Abseits dringen, wenn sie dieser Empfehlung nicht folgen würde. Am 22. November 1991 stürmt ein Sondereinsatzkommando der Polizei morgens um 4 Uhr das alte Eichamt und schafft die Voraussetzungen für seinen Abriss. Hände weg vom Wiegeneck! 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 Hier ist die Polizei, steigen Sie bitte vernünftig und gehen Sie einen Schritt zurück. Das Ding weg!
Am 10. Oktober 1991 hatte der Oberbürgermeister einen Schlaganfall erlitten. Er wird nicht wieder auf die politische Bühne zurückkehren. Auch die zwei Wohnhäuser Biegenstraße 2b und c werden an diesem Tag abgerissen. Trotz der Empfehlung des Petitionsausschusses des Hessischen Landtages und der Forderung der Marburger Polizei auf Verhandlungen zwischen Stadt- und Eichamt-Besetzern und Besetzerinnen dennoch zum Abriss gekommen? Ja, ich habe denen ja schon durchaus angeboten, dass wir wenn sie freiwillig abziehen, dass wir die Gebäude stehen lassen zunächst. Aber wir wollten selber die Verfügungsgewalt behalten. Also keine Mieter. Keine Mietverträge, weil wir mit Mietverträgen gebrannte Kinder sind. Ja, egal wie die aussehen, wenn der Mieter nicht rausgeht, müssen wir vom Amtsgericht klagen. Und das dauert Jahre, das sehen wir ja. Auch wenn wir Recht behalten am Ende. Das sehen wir ja bei dem einen etwa, haben wir vom Jahr die Klage erhoben. Jetzt sagt er, im Januar hat er terminiert, der Richter, und hat gesagt, im März werde ich verkünden, voraussichtlich werde ich euch Recht geben. Ja. Da haben wir also ein Jahr alleine gebraucht, um den Prozess zu gewinnen. Und deswegen habe ich gesagt, da sind wir gebrannte Kinder, Mietverträge werden keine abgeschlossen. Ja. Wir sind bereit, da Asylbewerber reinzusetzen oder auch städtische Nutzungen, die vorher drin waren, wieder zurückzuverlegen, aber keine Mietverträge mehr. So. Darauf haben sie sich nicht eingelassen. Der Herr Schmelz, der muss mal dann seine Akten studieren. Dann würde er sehen, dass wir über alle Schritte genau die Polizei und das Regierungspräsidium informiert haben. Außerdem haben auch die andere Seite, die Besetzer, haben ja auch Flugblätter verteilt und ich habe auch dem Schmelz gesagt, das ist, was da drin steht, ist im Großen und Ganzen richtig. Da war ja auch drin, das, was die angeboten haben. Und war drin, was wir angeboten haben. Also da kann eigentlich kein Informationsdefizit da gewesen sein. Gotthold lügt, wenn er behauptet, er habe alle Ergebnisprotokolle zugeleitet, dem Herrn Gerhard Schmelz, dem Leiter von der Kripo. Das entscheidende und abschließende Ergebnisprotokoll hat er eben dem Herrn Schmelz nicht zugeleitet. In dem Ergebnisprotokoll, in dem Schreiben von dem Herrn Becker, ist klar festgelegt, dass die Verhandlungskommission einverstanden ist mit jeglicher Wohnraumnutzung der Gebäude. Das heißt, Obdachlose und Asylbewerber hätte die Stadt nach ihrem Belieben reinsetzen können, sodass die Stadt auch keine Schwierigkeiten gehabt hätte, zum gegebenen Zeitpunkt die wieder rauszusetzen. Genau dieser Punkt, Gotthold behauptet ja, die Verhandlungskommission habe sich darauf nicht eingelassen, ist festgelegt im Ergebnisprotokoll und das hat er dem Herrn Schmelz nicht zugeleitet. Herr Schmelz hat daraufhin in der Presse ein relativ langes Interview gegeben und hat gesagt, dass die Verhandlungskommission ihre Chance vertan hätten. Dabei ging er aber von einem falschen Sachverhalt aus, denn er wusste gar nicht, er war quasi bewusst getäuscht von dem Herrn Gotthold, dass diese Verhandlungskommission sehr wohl dieser Nutzung zugestimmt hätte. Er hat in einem Schreiben an die Verhandlungskommission, das mir auch vorliegt, danach eindeutig festgestellt, dass ihm dieses Schreiben unterschlagen wurde. Aber ein ganz entscheidendes Schreiben. Er hat es mir auch am Telefon gesagt, wenn er davon Kenntnis gehabt hätte, wäre die Rechtssituation eine andere gewesen, da ja letztlich alle Forderungen, die die Stadt gestellt hat, erfüllt worden wären von den Besetzern und diese hätten auch freiwillig das Eichamt verlassen, sodass das Gebäude gar nicht hätte abgerissen werden müssen. Er hätte sehr wahrscheinlich, wie er sich am Telefon ausdrückte, den Einsatzbefehl nicht gegeben. Die Biegeneck-Initiative lässt gegen Gotthold zwei Dienstaufsichtsbeschwerden einleiten. Nur wenige Tage war das Abrisskommando am Alten Eichamt der Verifizierung eines Antrages zuvorgekommen, mit dem das schon 1874 existierende Haus unter Denkmalschutz gestellt werden sollte. Nach den Plänen der Stadt sollte am 22. November 1991
auch der Schafsche Pavillon abgerissen werden. Am frühen Nachmittag gelingt es mehreren hundert Demonstrierenden auf und vor dem Pavillon, was niemand für möglich gehalten hätte. Wasserwerfer und Baggerschaufeln müssen vor der mehrstündigen Blockade kapitulieren.
Straße für den Verkehr wieder freizugeben. Der Pavillon wird von Biegeneck-Initiative und GmbH zum Infocafé umfunktioniert. Es gibt mehrere Kulturveranstaltungen. Am 3. Dezember spielt die britische Vorgruppe Barely Works vor 200 begeisterten Zuhörern auf. Political and environmental protest song. One, two, one.